Map. Ach du Schreck. Muss mal gucken, dass ich da irgendwie nach unten gehe. Also jetzt nach oben gehe. Natürlich kommt ein Schneesturm. Selbstverständlich kommt hier jetzt ein Schneesturm. Nein! Ich werde sterben. Ich habe kein Holz mehr. Und das ist der Grund, ihr Lieben, warum ich immer Holz dabei haben will. Immer Holz dabei haben will. Ist jetzt egal, ich hack jetzt Holz hier. Das ist mir gerade Wurf von Latte, ey. Nee, bauen. Werkbank. Dahin bauen. Seht's mir nach, ich hack jetzt hier Holz bis zum Abwinken gerade. Mein Axt ist kaputt. Das heißt, da kann ich gleich mal eine neue herstellen. Deine Axt, ich bin voll. Macht nichts, esse ich die letzte Beere. Passt's wieder. X, warte. Werde ich wieder anmachen hier. Die Hand nehmen. So, okay, passt. Einmal Pick. Pick. Ich warte jetzt bis zum Morgengrauen. Kriege ich zwar Hunger durch oder sowas, aber. Was ich übrigens mal herstellen könnte, was ich noch die ganze Zeit nicht hatte. Weil es halt etwas kostet, aber ich kann es mir herstellen, das mache ich jetzt auch. Ich mache mir eine Holzrüstung. Und ich mache mir Holzschuhe. Keine Ahnung, ob ich dann länger überlebe. Bei den Holzschuhen ist es so, die nutzen sich recht schnell ab. Holzrüstung weiß ich es bisher doch noch nicht. Also die Holzschuhe ist wohl, dass man auch die Kälte so ein bisschen besser ab kann, ne? Das war jetzt nicht unbedingt, ich meine, steht immer barfuß im Schnee, also bitte. Ich meine, es ist ganz klar, dass es da, ne? War drauf geschissen jetzt hier. Will ich noch was machen? Ja, ich will noch was machen. Ich will mir zwei Heilsalben herstellen. Fertig ist und dann nehme ich das Ding wieder mit. Dann muss ich gucken, wo ich lang muss. Ich muss. Entweder da links rüber oder da runter. Ich würde hier runter lieber laufen. Mal gucken, was da ist. Die Richtung. Ja, die Richtung passt. Nein, ich gehe drauf, ich gehe drauf, ich sehe es kommen, ich gehe drauf. Steinachs-Spitzhacke. Das scheint so eine Art Bug zu sein.
Also das, was ich jetzt hier habe, scheint so eine Art Bug zu sein. Dass ich in dem Moment, wo ich schnell aufs den Neustart-Button in der Mitte erwische, dass ich dann meine Sachen hier droppe, wo ich respawne. Ich sag mal so, ich finde es jetzt nicht toll. Ich werde mich allerdings auch nicht dagegen wehren. Nein, jetzt habe ich die Müsli-Riegel so weit weggeworfen, dass ich gar nicht mehr drankomme. Gut, da kannst du liegen bleiben. Die zwei Salben auch. Ja, wir sind dahinter, sehe ich ja. Ach so, ich muss hier einzeln wegwerfen. Stimmt, da war ja was. So, jetzt machen wir hier. Okay, fängt auf jeden Fall gut an. Ach so, hier, Ding, Holz hatte ich noch am Mann, habe ich gar nicht gesehen. Also, Zelte und Werkbänke upgraden können wir wieder machen, ne? Müssen wir nicht drüber nachdenken. Weil ich muss sie jetzt komplett neu bauen. Ist so. Wieder mal. Aber gut. Sag mal so, das Gebiet, was wir da oben haben, ist halt scheiße. Nee, es ist ernsthaft scheiße. Es ist so scheiße. Okay, das waren die letzten Steine, die wir hier holen konnten. Jetzt gibt es hier keine Steine mehr. Nochmal hier respawnen wäre bisschen blöd. Bauen. Werkbank. So, was haben wir? Wir haben keine Steinaxt mehr. Die fertigen wir mal eben. Nichts in der Hand nehmen. So, Steinaxt, Picke. Wobei, wartet mal. War noch ein Energieriegel. Den pfeife ich mir jetzt auch direkt noch rein. Heilsalbe. Alles klar. Den Generator kriege ich so nicht mit. Dann müsste ich mir eben mein Zelt aufstellen hier. Einen Fertigkeitspunkt ansammeln, den ich noch nicht habe. Aber den kriege ich, indem ich irgendwo hier noch mal ein bisschen auf Stein einpresche. Die Pilze ist nur uns hier unten, lassen wir. Da ist der Fertigkeitspunkt, den ich gesucht habe. Und die Picke ist auch kaputt. Okay, ich hoffe, ich habe genügend. Ja, doch, müsste eigentlich. Müsste eigentlich eine Steinpirke kann ich mir gerade nicht herstellen. Ich bin voll. Ein Rucksack. Jetzt kann ich mir auch eine Steinpicke herstellen. Und ich kann den Generator wieder nehmen. Und ich überlege gerade, ob ich die 20 Holz investieren möchte oder nicht. Den baue ich schon wieder ab. Holz. Ein Mobilitätspunkt, sehr schön. Den stecken wir auch direkt in den Sprint rein. Das ist mir egal. Also der Sprint ist teilweise echt wichtig, ist mir aufgefallen. Und ich kann das Zelt einmal verbessern. Super. Steine fehlen mir wieder, ne? Wie so oft fehlen mir Steine. Problem, ich finde die jetzt nur noch hier unten. Ich hoffe mal jetzt, dass kein Wolf da ist. Ja, Pilze ist nur sehr, ich weiß. Upsa.
Habe ich eigentlich meine Werkstatt jetzt schon mal wieder verbessert? Nee, ne? Muss ich auch noch auf Teil. Auf Punkt 2 bringen hier. Ah, es wird 5 Uhr. So. Dann bringen wir jetzt die Werkstatt noch auf 2, die ich schon wieder eingesackt habe. Ich Dusselchen hier. So, 85 und 65. Okay. Kann ich mit leben. Erstmal baue ich sie wieder ab. Ich habe noch einen Punkt, das heißt wir nicht. Okay, habe ich anscheinend doch nicht. Zwei Pilze und jetzt geht's hier rüber. Wie gesagt, ich will jetzt gerne hier oben gucken, wo es dahin geht. Das heißt, zu diesem Campfire muss ich ungefähr laufen. In diese Richtung muss ich laufen, ja. Ich bin noch warm. Ich wechsle mal auf die Steinaxt. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl oder im Gefühl, dass es mit der Steinaxt besser funktioniert. So, und die, ganz ehrlich, das ganze Heilkraut, was ich jetzt hier finde und so. Das lasse ich jetzt einfach mal hier. Hä? Pilz des Nords? Ich habe gedacht, das wären Bären. Stand da nicht auch gerade irgendwas von Bären? Jetzt habe ich Pilze des Nordens eingesagt? Was ist das denn? Also ein paar Steine noch mitnehmen hier. Gerade. Und den Baum hier nehme ich mal mit, wegen Campfire und so. Ja, es ist immer wichtig, dass man genügend Holz dabei hat, habe ich mir mal in der letzten Session sagen lassen. So, das sollte reichen. Map. Oh, ein ganz schönes Stück, du. Das Problem sind halt die Wölfe da oben. Ich weiß bis jetzt noch nicht wirklich, wie ich da mit klarkomme. Da hängt zum Beispiel eine Bäre dran. Ja, es war nur eine Bäre. Ja, wenigstens den Hunger wieder ein bisschen nach oben getrieben. Den Hunger sei schon. Den, aber nach rechts. Den Nichthunger. Den, Sattmacheffekt. Wie auch immer man es jetzt gerade nennen möchte. Ich gucke gerade nicht drauf. So. Mein Campfire. Einmal aufwärmen, bitte. Ein Pilz. Den essen wir direkt. Jetzt gehe ich da rüber. Was, das scheint hier auch irgendwas zu sein. Das könnte Gebäude sein, oder? Ist das, sieht das wie eine Klippe aus? Das Gebäude sieht anders aus, glaube ich. Nee, ich glaube, das sind Klippen. Wenn ich mir das angucke und das angucke, wir gehen da mal rüber. Wir gehen mal in diese Richtung weiter. Hilfe! Geh weg! Geh weg! Sind doch Klippen. Es sind nur Klippen. Mir ein Kämpfer hin.
erstmal erst mit Pilze essen. Dann wieder ein bisschen Holz holen. Empfehltechnisch ist er ja, ne? Noch ein Fertigkeitspunkt ergattert. Das ist sehr schön. Den könnten wir auch direkt wieder irgendwo reinstecken. Ja. Du bleibst schön an, mein Freund. Damit du auch schön hell leuchtest. Hatte ich hier irgendwo in der Nähe ein Steinchen? Nee, ne? Willst jetzt nicht riskieren, zu weit wegzugehen. Shelter aufbauen. Ich kann mir noch einen weiteren Rucksack dazu holen. Genau, ups, schlafen. Oh Gott, so. Wenigstens kann ich das machen, ey. Jetzt kommen die Pilze wieder nach hinten. Da ist noch eine Salbe und das kommt nach vorne. So. Zwei Plätze haben wir noch frei. Boah, ist das eine Arbeit, ey. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? 1,5 Stunden? Wie viele Folgen sind denn das jetzt? Oh Gott, muss ich mal ausrechnen. 60 sind 3, mal 20 Minuten machen, dann mache ich jetzt noch 10 Minuten, ja. Das sollte erstmal reichen dann. Komm, wird hell hier. Brauche ich schon eine neue Axt? Nee, eigentlich noch nicht. Eigentlich noch nicht.